Herzlich willkommen auf fachwirt-blog.de. Heute mit dem Thema die Entwicklung einer Organisation. Auch ein Unternehmen entwickelt sich ständig weiter. So kann es zu einer Änderung in der Organisationsform kommen oder es ändern sich bestimmte Merkmale in der Organisation. Eine Änderung der Organisationsform kann in der Regel auf personenbezogene Gründe, aber auch auf interne oder externe Sachgründe zurückzuführen sein. Personenbezogene Gründe können in der Person des Unternehmers zurückzuführen sein. Es kann sich um die Verwirklichung von neuen Visionen oder persönlicher Ziele gehen, die eine neue Organisationsidee notwendig machen. Personenbezogene Gründe sind daher in der Regel bei Einzelunternehmungen anzutreffen. Interne Sachgründe können auf eine Änderung in der Betriebsgröße, der Organisationsziele, einer Technologieänderung oder einer neuen Strategie begründet sein. Externe Sachgründe lassen sich häufig auf eine Veränderung am Markt, eine Kooperation mit anderen Unternehmen oder einer neuen Kundenorientierung zurückführen. Eine Änderung in den Organisationsmerkmalen eines Unternehmens kann zum Beispiel aus folgenden Gründen erfolgen. Durch die Änderung wird eine Stärkung der Teamarbeit erreicht. Es können Prozesse optimiert werden. Durch die Änderung kann eine notwendige Kostensenkung erreicht werden. Eine Organisationsentwicklung erfolgt in der Regel, um die folgenden Ziele zu erreichen: Eine verbesserte Erfüllung der Arbeitsaufgaben. Die Förderung einer menschengerechten Arbeit, die Förderung des Betriebsklimas, eine Anpassung an sich verändernde Märkte. Die Organisationsentwicklung wird häufig durch die Unternehmensführung oder Führungskräfte initiiert. Es sind jedoch auch die betroffenen Abteilungen, der Betriebsrat oder externe Berater mit eingebunden. Veränderungen durch eine Organisationsentwicklung sind nicht bei allen Mitarbeitern beliebt. Häufig kann es zu Unruhen kommen. Die Reaktionen können in Phasen aufgeteilt werden. Die Schockphase. Die Betroffenen werden zum ersten Mal mit einer neuen Situation konfrontiert und verfallen in eine Schockphase, wenn die Erwartungen an die Veränderung nicht erfüllt werden. Die Abwehrphase. Wenn die Mitarbeiter eine Änderung ablehnen, verfallen sie automatisch in eine Abwehrphase. Sie versuchen zunächst mit den alten Vorgehensweisen den Erfolg zu erreichen, der durch die Veränderung entsteht. Die Abwehr kann aktiv erfolgen durch Polemik, Vorwürfe und Gegenargumenten. Es kann auch Streit und Intrigen geben. Eine passive Art der Abwehr ist das Schweigen, Ausweichen und die Lustlosigkeit. Die Phase der Neugier. Die ersten Verbesserungen, die durch die Organisationsentwicklung entstehen, wecken das Interesse der betroffenen Personen. Die Phase des Ausprobierens. Die betroffenen Personen probieren sich in den neuen Verhaltensweisen und Verfahrensweisen. Hierdurch entwickeln sich neue Kompetenzen. Die Phase der Erkenntnis. Durch das Ausprobieren der neuen Möglichkeiten kommt häufig die Erkenntnis, dass die alten Abläufe nicht mehr zeitgemäß sind. Die Akzeptanz und Konsolidierung. Die neuen Verhaltensweisen und Verfahrensweisen werden zur Normalität. Sie werden nicht mehr als etwas Besonderes angesehen. Wie wird eine Organisationsentwicklung durchgesetzt? Top-down. Die Veränderung der Organisation beginnt an der Führungsspitze der Hierarchie. Bottom-up. Die Veränderungen beginnen in der niedrigsten Hierarchieebene. Center-out. Als Ausgangslage dienen für die Optimierung die Kernprozesse der Wertschöpfungskette. Multiple Nucleus. Es können mehrere Strategien miteinander kombiniert werden. Somit kann eine große Zahl an Strategien verbunden werden. Problematisch kann die Organisation werden. Die Vorteile einer Organisationsentwicklung sind häufig eine Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung der Produkte. Durch die kürzeren Durchlaufzeiten und der Teamarbeit kann die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Für die Mitarbeiter gibt es häufig neue Anforderungen, die durch Weiterbildung und einer besseren Positionsbewertung belohnt werden. Weitere Vorteile: Teamorientierung. Durch die gemeinsame und zielorientierte Zusammenarbeit können alle individuellen Fähigkeiten genutzt werden und größere Ziele erreicht werden. Kundenorientierung.
Mit Maßnahmen wie der Erhebung der Kundenzufriedenheit und der Reklamationsquote kann dazu geführt werden, dass die Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Die Eigenverantwortung. Die Mitarbeiter übernehmen mehr Eigenverantwortung. Das ist möglich durch den Abbau von Bürokratie und Kontrollen. Verbesserung. Die Verbesserungen durch die Organisationsentwicklung erreicht werden, sorgen bei den Mitarbeitern dafür, den eigenen Arbeitsplatz zu optimieren. Ein neues Führungsverständnis. Nach den alten Führungsvorgaben erfolgt die Kontrolle und Planung durch die Führungskräfte. Nach dem neuen Führungsverständnis delegiert die Führungskraft Aufgaben und Kompetenzen an die Mitarbeiter. Weitere Informationen rund um die Weiterbildung zum Fachwirt und rund um die Prüfungsvorbereitung finden Sie hier im Kanal und auf fachwirt-blog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.